Hallo zusammen, ich möchte heute mal über eine grundlegende Sache reden, nämlich über, woher kommt denn all unser Leid, woher kommen denn all unsere Probleme, wieso gibt es immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft, die an psychologischen Krankheiten leiden oder auch die einfach unglücklich, unerfüllt sind. Warum sieht man das nicht bei einem Tier? Ja, warum sind da nicht dieselben Probleme und Krankheiten vorhanden wie beim Menschen, in dem Ausmaß zumindest? Wobei man auch sagen muss, je näher das Tier am Menschen lebt, desto öfter kriegt es auch diese für Menschen, für unsere heutige Gesellschaft typischen Krankheiten, diese degenerativen Dinge, diese mentalen, psychologischen Dinge, ja, diese Abweichungen von Menschlichkeit, von Empathie und so weiter und so fort. Und ich habe mir überlegt, beziehungsweise mir ist mal unter der Dusche oder im Bett abends vorm Einschlafen etwas in den Kopf gekommen, nämlich ein Bild. Und dieses Bild versuche ich jetzt mal ganz spontan hier aufs Whiteboard zu bringen. Und zwar geht es im Prinzip darum, wir haben hier unten die Erde. Und da oben, machen wir es mal in Blau, den Himmel. Ich würde sogar den Himmel als Gott oder Spiritualität bezeichnen und ich würde die Erde bezeichnen als Natur oder auch Naturgesetze. Ja, das ist ganz wichtig. So, jetzt sind wir irgendwo hier in der Mitte und wir werden von beiden Dingen beeinflusst. Und das sind sehr natürliche Dinge, die gab es schon immer, die sind natürlich, die gab es vor 1000 Jahren, die gibt es heute, die gab es schon immer, ja. Und wenn wir jetzt hier stehen, ja, dann werden wir natürlich beeinflusst. Wir werden über unser Über-Ich beeinflusst, ja. Wir haben also im besten Falle einen direkten Zugang zur Spiritualität, zu Gott, zu, ja, was ist stimmig für mich, zu unserem Gewissen, ja. Ich schreibe das jetzt nur als Beispiel einmal hin. Und dann haben wir aber auch die Verbindung nach unten zu den Naturgesetzen. Das heißt, wir müssen auf Toilette, wir müssen essen, wir empfinden Sexualität, wir wollen uns fortpflanzen. Das sind alles ganz reine, natürliche Naturgesetze, und wir haben eine Verbindung nach unten und wir haben eine Verbindung nach oben. Und das Tolle ist, die göttliche spirituelle Intelligenz, ja, die hat natürlich auch einen direkten Zugang zur Natur, denn die Erschaffung dieses natürlichen Gleichgewichts, dieser unglaublichen Vielfalt, dieses wunderschönen Seins der Lebewesen, der Pflanzen, der Natur, das ist nicht die reiner Zufall meiner Meinung nach, sondern da hat was Göttliches, was Spirituelles einen Einfluss, etwas, was dem Ganzen einen Sinn, eine Stimmigkeit gibt. Das heißt, wir sind alle miteinander verbunden. Ja, das Göttliche, Spirituelle mit der Erde lässt die Natur entstehen. Die tut über die Naturgesetze quasi uns erschaffen und wir sind Teil des Ganzen. Ja, wir sind Teil der Erde und wir sind Teil des Göttlichen. Das geht ineinander über und alles zusammen ist ein großes Ganzes. So. Und das ist so, das ist der natürliche Zustand, wie es sein sollte. Und jetzt gibt es aber ein Problem. Denn das ist hier unser Kopf, unser Gehirn, unser abstraktes Denken. Das ist in einer Richtung wieder gut. Wir erschaffen Dinge aus, dadurch, dass wir göttlich eine Kreativität, eine Eingebung haben und die Natur bringt uns die Ressourcen, dass wir tolle Dinge erschaffen, ja? Wir erschaffen Häuser, Autos,
ja, und so weiter. Na, schön ist es jetzt nicht. Wir haben Dinge, die wir erschaffen können. Was aber auch der Fall ist, wir können uns leicht ablenken lassen. Das heißt, wir können uns auch in eine Abstraktheit hineingeben, die nichts mehr mit Kreativität und Erschaffen zu tun hat, sondern, ich mache jetzt hier mal den Fernseher als Sinnbild, die quasi uns erzählt, wie die Welt ist und uns abkoppelt von hier und abkoppelt von hier. Ja? Und quasi wir denken, beziehungsweise wir haben das Bedürfnis, immer noch etwas Göttliches, etwas Spirituelles, etwas, ja, was über den Sinn meines kleinen Daseins hier hinausgeht, zu spüren. Aber das wird abgelenkt und geht dann erst zu uns zurück. Ja? Das hier hat quasi eine Art Anziehungskraft. Und da geht es nicht nur um Fernsehen, Zeitung, Politik, Idealismus, alles, was uns eingeimpft werden soll, ja, Ideologien, also nicht Idealismus, Ideologien, ja. Ich schreibe mal hier Ideologien darüber. Ideologie. Und diese Ideologie koppelt uns ab von unserem, ja, Sein, von unserer Anbindung. Und wir müssen erkennen, das ist das Wichtigste, erkennen, dass das hier nicht, dass die wahre göttliche Anbindung ist. Und uns wird auch dann erzählt hierüber, das heißt auch hier unser Zugang zur Natur wird abgelenkt dadurch. Uns wird erzählt, wie wir mit Natur umzugehen haben, was die Natur macht. Uns wird versucht, die Natur zu erklären. Aber wir sind direkt darüber. Wir haben eine direkte Anbindung. Es reicht, wenn wir uns auf die jetzige Situation, auf unsere Erfahrungen verlassen, auf das, was vor uns ist, auf das, was wir sehen. Und wenn wir dann unsere göttliche Anbindung haben, ja, und erkennen, dass das hier Quatsch ist, ja, damit spielen quasi, aber nicht unsere wahre Anbindung davon ablenken lassen, dann werden wir auch mit der Natur respektvoll umgehen. Da brauchen wir nicht gesagt bekommen, wie wir umzugehen haben. Hier wird versucht, eine Ideologie aufzuladen. Ja, es wird so getan, als ob es das Göttliche wäre. Die Ideologie tarnt sich als das Göttliche, die Anbindung zu etwas Höherem. Das wird uns eingeredet. Und gleichzeitig wird uns dann gesagt, wie schulmeisterlich, wie wir hier mit der Erde umzugehen haben. Dabei haben wir eine direkte Anbindung an beides und brauchen diesen Umweg. Ich schreibe hier auch mal Politik dazu, ja, Eliten, weil Menschen, die viel Geld und Macht haben, die machen sich natürlich diese psychologischen Aspekte und diese kleinen, ich will es nicht Fehler nennen, aber dieses Potenzial unseres Gehirns zunutze, um uns quasi in die Richtung zu lenken, sodass es ihnen wieder nützt. Und das ist gar nicht so verwerflich. Und es hört sich erstmal so, oh, verschwörerisch an, aber im Prinzip ist es etwas ganz Normales. Die Frage ist nur, lassen wir es mit uns machen? Oder versuchen wir wieder hier unsere Anbindung ans Göttliche zu bekommen, ja, im Hier und Jetzt zu leben, Menschlichkeit, Gewissen, reinspüren, was ist stimmig, was ist nicht stimmig? Und lassen wir uns hier von unserer Erde abkommen, lassen wir uns einfach erzählen, wie die Erde ist, obwohl wir direkt draufstehen. Lassen wir uns hier erzählen, wie die Naturgesetze zu funktionieren haben, oder lassen uns erzählen, dass Naturgesetze so und so funktionieren, wobei wir, wenn wir in die Natur gehen, die Naturgesetze sofort spüren und spüren, was hat denn die Natur für Gesetzmäßigkeiten und kann das überhaupt funktionieren? Oder endet das alles in einer großen Explosion, ja? Boom. Und das ist nämlich, glaube ich, was passiert. Wir sind so sehr abgekoppelt hiervon und hiervon. Ja, wir sind in dieser Blase gefangen, dass es irgendwann knallt. Und weil die Naturgesetze sind Naturgesetze, die sind nicht veränderbar, ja? Die sind in Stein gemeißelt. Da kann niemand was dran ändern. Und wenn wir dauernd abgekoppelt sind vom Göttlichen, das ruht auch in sich da oben, und hier unten unser kleines abstraktes Spiel machen, dann werden wir niemals, ja, in eine erfüllte, glückliche, friedliche Zukunft gehen, sondern dann muss es erstmal richtig knallen, denn der Knall hat immer einen Sinn, genau wie eine Krankheit oder ein Unfall im Leben einen Sinn hat. Das bringt uns hier wieder da in diese Verbindung und in diese Verbindung zurück. Viele, die schon mal eine schwere Krankheit haben oder einen Unfall gehabt haben, manche werden noch verbitterter, ja, lassen sich hiervon einlullen, ja. Aber viele andere, die erkennen, oh nee, das war das, was mich in die Krankheit geführt hat.
ins Unglücklichsein, in die Depression, die finden dann wieder diesen Zugang, ja, zu der Natur und zum Spirituellen. Und das ist so wichtig und das ist das Grundproblem, warum wir so viel Scheiße in unserer Welt haben. Und wenn wir uns aber, und jetzt kommt's, wenn wir aber sagen, so, Schluss, das gehört nicht mehr zu mir, Politik, Medien, was passiert außerhalb von meinem Sichtfeld, interessiert mich nicht. Nicht wirkt, zumindest was außerhalb meines Stadtbezirks passiert, ja, dann merken, dann sind wir plötzlich abgekoppelt davon, von dem Abstrakten, was eigentlich uns gar nichts angeht, weil was, es sind schon immer viele Dinge auf der Welt passiert, aber wir sind nie an uns herangetragen worden auf diese Art und Weise und wir haben das Gefühl, wir müssten das wissen, wir müssen es nicht wissen. Wir müssen wissen, was vor uns ist, was macht die Natur um mich herum, ist die Natur gesund, bin ich verbunden mit der Natur? Ja, wie geht es meinen Mitmenschen? Also das ist natürlich auch noch wichtig hier. Unsere Mitmenschen, ja, unsere Mitmenschen, ganz wichtig. Aber hier spirituell, göttlich. Was ist direkt in meinem Feld sozusagen? Was kommt hier von oben? Ja, was ist für mich stimmig? Nicht was sagen die, was ideologisch gerade richtig ist, sondern was ist für mich stimmig? Und das hier abschalten. Oder wenn man es nicht abschaltet, dann zumindest erkennen und damit spielen. Ja? Es erkennen und die Krankhaftigkeit darin erkennen und damit bewusst spielen. Ja? Auf einer oberen Ebene quasi erkennen, dass es nur die Wellen auf dem Ozean sind und man selbst tief innen ruht und das eine ganz andere Qualität hat, die Anbindung nach hier und hier. Und das ist nur eine Spielerei. Ja? Das ist das Theaterstück. Sozusagen. Und das ist das wahre Leben. Und das ist das Grundproblem allen Übels, sage ich jetzt mal. Und allen Unglücklichseins und allem, was da ist, was quasi unstimmig ist. Das ist das Grundproblem meiner Meinung nach. Früher hatte man keinen Fernseher, man hat aber trotzdem Probleme gehabt. Aber diese Probleme, die man früher hatte, das sind künstlich erschaffene Probleme. Das sind Probleme, die wir uns aufbürgen, weil sie ablenken von dem und dem. Die Probleme, die man früher hatte, ganz früher, als es noch keinen Fernseher gab, als es noch keine Zeitungen gab vielleicht, als man noch in kleinen Gemeinschaften gewohnt hat, da gab es Probleme durch die Natur verursacht. Diese Probleme sind aber dann Herausforderungen gewesen. Ja, an denen wir wachsen konnten und wieder unsere göttliche Anbindung stärken konnten, die wir heutzutage aber gar nicht mehr haben teilweise. Ja? Diese Probleme, also Naturkatastrophen, Tod, der Tod, ja, alle Dinge sind natürliche Herausforderungen, die uns die Welt schickt, die, mit denen wir umgehen dürfen und daraus lernen dürfen. Aber diese Probleme, die uns unsere Gesellschaft schickt, und übrigens, da spielt auch verarbeitete Nahrung eine Rolle, Ernährung, Umweltgifte, Strahlen, es gehört alles zu dem Abstrakten dazu, das führt uns in eine Art Krankheit oder in eine Art Unglücklichsein, die sehr unnatürlich und vergiftend ist, im Gegensatz zu natürlichen Herausforderungen des Lebens, die ohne diesen Aspekt wesentlich milder ausfallen würden. Das heißt, wenn wir unsere Anbindung hierzu und hierzu wieder finden und das entweder damit spielen oder das abschalten, dann werden wir wieder zu auch gesünder und glücklicher werden. Und die Dinge, die uns dann begegnen, werden wir dann auch erkennen als Herausforderungen, aus denen wir lernen können. Ja, also ich hoffe, man hat so ein bisschen verstanden, was ich damit meine. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.